hier ist die Jen. Willkommen bei den Nosy Rosie. Ja, erstmal ein großes Sorry, dass mein Video jetzt erst kommt für diese Woche. Ich hatte ein kleines Internetproblem. Da merkt man mal erst, wie abhängig man ist. Also, du sitzt echt zu Hause und überlegst, ey, was mache ich denn jetzt? Also irgendwie freakig, oder? Also, aber jetzt ist es ja wieder da und jetzt kann ich auch ein Video hochladen. Erstmal musste ich zu Cassandras Video sagen, dass sie diese Woche hochgeladen hat. Einfach nur, wow, also das war wirklich sehr bewegend und mir sind wirklich auch die Tränen in die Augen gestiegen. Und also dieses Video bringt es echt mal auf den Punkt und regt zum Nachdenken an. Und ich hoffe wirklich, dass viele Leute dieses Video sehen und vor allem Leute, die vielleicht ein Problem mit Homosexualität haben und dass die dann mal drüber nachdenken, was sie so von sich geben oder was sie vielleicht ihren Kindern damit antun, zum Beispiel. Also wer das Video noch nicht gesehen hat, guckt es euch auf jeden Fall an und verbreitet es. Es ist wirklich gut. Super. Daumen hoch, Cassandra. Ja, also ich kann nicht jetzt gerade in so einem tollen Video aufwarten. Ich habe eigentlich gar nichts Spezielles diese Woche. Und zwar habe ich im Internet einen Artikel gelesen und es gab mal wieder eine neue Studie und irgendwelche Statistiken sind aufgestellt worden. Ja, also es wurden Städte verglichen und auf Talent, Toleranz und... Ich bin schlecht vorbereitet. Ich muss da doch mal kurz reingucken. Oh Gott, wie peinlich. Ja, Technologie, Toleranz und Talent. Auf diese Punkte wurden große Städte in Deutschland untersucht. Und für den Toleranzpunkt gab es einen ganz wichtigen Faktor, nämlich der Gay-Faktor. Und wenn man sich alleine diesen Faktor anguckt, ist Trommelwirbel die schwulste Stadt Deutschlands, Koblenz. Na? Wärt ihr da drauf gekommen? Nee, oder? Also, ja, Koblenz ist die schwulste Stadt. Wobei ich sagen muss, ich dachte ja erst, okay, damit meinen natürlich wieder Schwule und Lesben, aber ich habe mir das dann durchgelesen und es geht wirklich nur um Schwule, da nämlich, um diese Statistik aufzustellen, geguckt wurde, wie viele bei Gay Romeo angemeldet sind. Und das sind ja dann nur wirklich nur die Schwulen. Ja. Also, da ist Koblenz auf jeden Fall die schwulste Stadt. Jetzt gucke ich mal eben nochmal schnell nach. Wie gesagt, ich bin nicht vorbereitet. Muss mal kurz die Liste aufmachen. Entschuldigung. Geht sofort los. Ha, so, Gay-Index. Ja, Koblenz, Platz Nummer 1. Platz Nummer 2 ist Frankfurt. Köln ist nur auf Platz Nummer 3, obwohl ich die ja eigentlich auf den ersten Platz getippt hätte. München ist Platz 9. Berlin, wo ist Berlin? Platz 15. Und Hamburg ist gar nicht dabei, also unter den ersten 20. Ey, keine Ahnung, also ich finde das hier... Na gut, ich weiß nicht, wie viele Schwule im Vergleich gibt. Und ich weiß natürlich auch nicht, wie... Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es so repräsentativ ist, da es sicherlich einige Leute gibt, die mehrere Profile auf Gay Romeo haben und... Weiß nicht, vielleicht... Es sind Koblenz einfach nichts los und deswegen sind da viele bei Gay Romeo. Also ich weiß nicht, ob das wirklich sehr repräsentativ ist. Ja, das wollte ich nur kurz erzählen. Also das war nicht das Hauptding von dieser Studie. Das war ja nur ein kleiner Teil davon. Aber ein wichtiger Faktor, durch den im gesamten Ranking Toleranz, Technologie und Talent doch einige Städte beeinflusst wurden. Zum Beispiel, also Köln wäre eigentlich auf Rang 9 gewesen insgesamt, ist dann aber auf Platz 3 gelandet.
Oder andersrum wäre Jena zum Beispiel ziemlich weit oben gewesen, aber da es da nicht so viele Schwule gibt, sind die dann auf Platz 19 gelandet. Anstatt vorher auf 7. Ja, also, ne? Schwule sind wichtig, so. Ja, keine Ahnung, was diese Studie jetzt uns bringen soll, aber das wollte ich einfach nur nochmal loswerden. So, jetzt kommen wir zu dem Mini-Wettbewerb. Ich habe einige Einsendungen bekommen und werde jetzt auch ein kleines Ranking vorlesen. Ja, ich fange einfach mit Platz 5 an. Platz 5 geht an Tamara aus dem Forum. Also ich hoffe, es wissen jetzt alle wenig, also dass ich hoffe, dass alle, die ich meine, sich auch angesprochen fühlen, denn ihr müsst mir dann ja natürlich eure Adresse zukommen lassen. Also entweder per Nachricht hier auf YouTube oder per Nachricht im Forum oder per E-Mail, das L-Wort, @vibesfolg.org. Oh Gott. Ich muss nachgucken, welche Endung. Meine E-Mail-Adresse hat, die benutze ich so selten, die habe ich extra dafür angelegt. Org, ja, das L-Wort, das R. Mein Gott, das L-Wort @vibesfolg.org. Ich schreibe es auf jeden Fall nochmal darunter. Gut, also, Platz Nummer 5, Tamara aus dem Forum. Sie hat mir eine allgemeine Reiseseite geschickt mit Tipps zu San Francisco und eine ganz interessante Seite mit Touren durch The Castro, das schwule Gebiet, der schwule Stadtteil San Franciscos, und da kann man dann so Touren mitmachen. So, Platz Nummer 4 geht an zwei Leute, weil die ungefähr den gleichen Tipp geschickt haben. JB Rhein S, wie auch immer man es aussprechen mag, auch aus dem Forum. Und Leni Lasch von YouTube. Da war das ein Kommentar. Die haben mir nämlich beide geschrieben, dass wir doch in den Lexington Club gehen sollen. Das ist wo eine sehr angesagte Bar, lesbische Bar, Club oder wie auch immer in San Francisco. Also die werden wir uns auf jeden Fall anschauen. Das steht ja auf jeden Fall gar nicht zur Debatte. Platz Nummer 3. Regenbogen TV im Forum. Hast du geschrieben, also du hast glaube ich auch, warte mal. Castro hat sie auch vorgeschlagen und die Bar Lipstick Lesbian Paradise klingt auf jeden Fall schon mal gut. Werden wir uns sicherlich auch ansehen. Weiter geht's. Platz Nummer 2. Smaragdklinge, auch aus dem Forum. Also die meisten Tipps waren im Forum, da kann man noch mehr schreiben. Du hast ein paar gute Tipps geschickt. Am besten fand ich da Alcatraz bei Sonnenaufgang oder Untergang sich anzusehen. Habe ich auch schon im Reiseführer gelesen, das muss echt klasse sein. Und sehr gut fand ich auch den Tipp von dir, wenn du überfallen werden solltest, bloß nicht wehren. Waffen sind da meistens im Spiel, wenn du Geld mitnimmst, nur so viel wie du brauchst. Wenn du überfallen werden solltest, hallo, willst du mir Angst machen oder was? Okay, werde ich mir merken, danke. Okay, so, Platz Nummer 1 geht an Minaj oder Minas oder wie auch immer man euren ganzen Namen aussprechen mag, auch aus dem Forum. Du hast ja, meine Güte, einen ganzen Roman geschrieben. Das ist ja so eine Liste an Tipps, die du mir da geschickt hast. Ich lese mal die interessantesten oder die ich am besten fand vor. Also auf diesen Coit Tower zu gehen, da soll man eine sehr gute Aussicht von haben. Okay, werde ich mir anschauen. Außerdem sollen wir uns auch die Nationalparks ansehen. Da ich ja so weit sie weiß, gerne wandern gehe, hat sie geschrieben. Das fand ich sehr süß. Also, naja, ich gehe jetzt nicht unbedingt wandern, ich gehe cachen. Geocaching. Jetzt habe ich mich geoutet. Oh mein Gott! Vielleicht wissen einige von euch, was das ist. Wenn nicht, könnt ihr das ja googeln. Ich verrate dazu nichts. Vielleicht später mal.
Und dazu geht man dann auch mal in den Wald und braucht mal ein paar so Stiefeln. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich wandern gehe. Aber ich werde mir trotzdem auf jeden Fall sicherlich mindestens einen Nationalpark ansehen, einfach um das mal gesehen zu haben. Ja, sie meinte, sie kam darauf jedenfalls, weil sie, weil ich halt diese Wanderstiefel gezeigt habe in meinem 51 Typical Gay Things I Found in My House Video. Und ja, hat sie sehr süß geschrieben. Und dann hat sie noch ein paar Bars vorgeschlagen. Das Wild Side West, eine Lesbenbar, in der die Mojitos ganz gut sein sollen. Und ja. Und das geschrieben, The Café. Also klingt nach Café, ist es aber nicht. Und dann schreibst du, man kann natürlich, wenn man sich nicht traut oder einfach mal eine Pause braucht, auch nur von dem Balkon aus zuschauen. Wenn man sich was nicht traut. Ich habe mir jetzt noch nicht angeguckt, was das für ein Schuppen ist, aber das klingt ja sehr interessant. Was ist denn das für ein Schuppen? Kannst du ja noch mal erklären. Bitte da. Ja? So. Ja. Und das waren nur ein paar Tipps von den ganz vielen Tipps, die Platz Nummer 1 Minat geschrieben hat. Vielen, vielen Dank. Ja, aber das war noch nicht alles. Jetzt gibt es nämlich noch den Sonderpreis für das lustigste, für den lustigsten Tipp. Der kommt nämlich von die Vivi im Forum, hat sie mir per PN geschickt. Und zwar hat sie geschrieben, Pinkfruit in L.A. geht sie doch mal besuchen. Hey, gute Idee. Dann hat sie auch noch geschrieben, ich würde euch ja vorschlagen, auch ins Planet zu gehen, in das Café von The Albert, das ja in L.A. ist. Aber das gibt es ja leider echt nicht. Also, zwei sehr gute Tipps. Ich habe da schon geschrieben, okay, wir gucken vorher mal kurz bei Pink vorbei, holen sie ab und gehen dann mit ihr ins Planet ein Bierchen trinken oder so. Ja, fand ich sehr lustig, den Tipp. Deswegen gibt es den Sonderpreis und du bekommst auch eine Karte. Und jetzt gibt es auch noch eine. Tada! Ich bin ein bisschen überdreht, oder? Oh mein Gott, ich freue mich schon so. Ha. Dann gibt es noch den Trostpreis, nämlich an Onkels Girl von den Kommentaren. Oh. Sie hat unter mein Video auf YouTube nämlich gepostet und schreibt, sie hätte auch so gerne eine Karte, aber leider kein Tipp. Und ich will ja nicht, dass du traurig bist. Und deswegen bekommst du auch eine Karte. Ja, so. Jetzt bekommen 8 Leute eine Karte. Das glaube ich auch alle, die mir Tipps geschickt haben. Ja, nein, 9 Tipps gab es. Es gab auch noch einen Tipp oder viele Tipps von hier Rockschnitte. Aber du hast ja geschrieben, du wirst nicht mitmachen. Willst du keine Karte oder was? Dann halt nicht. Aber wenn du auch eine Karte willst, kannst du mir auch deine Adresse schicken. Dann kriegst du auch eine Karte. Ich verschicke so gerne Karten. Ja, also schickt mir alle eure Adressen bitte. Ich werde die auch sehr vertraulich behandeln und gleich wieder löschen, sobald ich die Karte abgeschickt habe. Ich werde euch keine Infopost oder Werbung oder sonst was zuschicken. Ihr bekommt nur diese eine Karte. Und ja, also schickt mir eure Adressen. Wie gesagt, per PN oder an meine E-Mail-Adresse. Und dann werde ich euch die Karte schicken. Ich weiß noch nicht genau, wann in diesen 4 Wochen ich in San Francisco sein werde. Also ob ihr am Anfang oder am Ende, das haben wir noch nicht genau festgelegt. Was ist denn das Telefon? Ah, Moment. Ach, da bin ich wieder. Ja, ich wollte ja auch eigentlich nur noch Tschüss sagen. Am Montag geht's los, Montag früh. Ich werde natürlich versuchen, auch von dort Videos zu drehen und hochzuladen. Ich denke auch, es wird meistens klappen, aber wenn es mal nicht klappt, bitte nicht böse sein. Natürlich wird es einen ausführlichen Bericht geben, wenn ich wieder zurück bin, im Oktober. Und ja, was noch? Nix. Ich wünsche euch einfach, wie sonst auch immer, eine schöne Woche. Habt ein schönes Wochenende. Genießt noch die letzten Sonnenstrahlen. Also auf jeden Fall Sonnenstrahlen haben. Das ist richtig heiß in Kalifornien. Ich werde echt braun sein, wenn ich zurückkomme.
Oh, ich bin fies. Ja, okay. Bis denn, die Jen.